gibt es dort und du darfst jetzt einen wählen, ja, ein Pokémon, das darf dann quasi mit in mein Team und ich muss damit das Spiel quasi weiterspielen. Die dann so rumlaufen. Ja. Yeah. Ich nehme den hier. Konbanwa und Yokoso, liebe Frainerinos und Hajime Mashite an alle, die neu dabei sind, hier bei der ersten Real-Life-Encounter-Log auf YouTube. Wie immer stelle ich euch ein japanisches Produkt vor, diesmal ist es Karupisu, benannt nach dem Firmennamen oder so, Kalpis, was aber eher klingt wie Karupisu, Kaupis, exactly. Es ist es Kaupis. Es ist mega lecker. Irgendwie ist es nur Zuckerwasser mit Milch, aber ich feiere es hart. Lasst uns jetzt aber ins Spiel kommen. Oh, ich ist hier ausgegraut, weil ich so lange mich vorbereitet habe. Genau, mir wurde erzählt, ich glaube Fabi war das, dass ich im Vertania-Wald irgendwas übersehen habe oder noch eine Chance habe, irgendwas zu bekommen. Und ich war da gerade. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Aber ich habe halt dieses Item hier noch gefunden, Trank. Also ich bin da noch rumgelaufen, habe keine Items gefunden, habe mit den Leuten gequatscht. Keiner wollte mir was geben. I don't know. Ich weiß nicht, worum es geht. Von daher gehe ich jetzt wieder zurück in den Mondberg. Wir haben letztens einen kleinen Stein dazu gewonnen, unser Rockhead. Und mussten leider unser Ratzfatz schon ablegen. Vielleicht hat es irgendwann später nochmal eine Chance. Oh Mann, es tut mir so leid. Der Name, ich feiere den Namen immer noch so hart. Rayquaze. Ja, wo muss ich dann eigentlich lang? Wahrscheinlich eher links, um weiterzukommen. Deswegen gucke ich hier nochmal, ob ich hier nichts vergessen habe. Oh, gegen die habe ich scheinbar auch schon gekämpft. Ah ja, Team Rocket war hier am Start. What's up, Jesse? Du bist schneller, als du aussiehst. Ja, okay. Was für ein äußerst krasser Dialog hier. Hey, greif mich mal nicht an. Wir kämpfen mal eine Runde. Und holen jetzt dann das Item, was da noch liegt. Um nach Azurian City zu kommen, musst du es durch diese Hölle schaffen. Durch diese Hölle. Ja, diese Nuzlocke wird vermutlich auch stellenweise die Hölle. Knirps Magnus. Ich hatte gestern, wo ich gerade den Knirps hier sehe, gestern in der japanischen Schule eine Lecture. Das ist ein Wort. Eine Lecture halt. Ein Unterricht mit einem Polizisten hier aus Tokio. Also der wurde halt eingeladen, um mit uns halt ein bisschen Japanisch zu üben oder irgendwas zu machen. Es war sehr spannend, weil es eher ausgelegt war für die Leute, die schon länger Japanisch studieren. Und ich bin hier gerade mal, jetzt 2 Wochen dabei. Von daher habe ich noch nicht so viel verstanden, aber mir wurde immer ausgeholfen. Also mit Händen und Füßen ganz viel. Stückweise auch Englisch, weil Leute mit im Raum waren. Weil ich wollte zurück zu dem Kind. Und da wurde halt erzählt, in der japanischen Kultur ist es scheinbar so drin, dass quasi alle, die ganze Gesellschaft, immer ein Auge auf die Kinder hat. Und ja, man einfach ein bisschen mit einem offenen Auge dafür durch die Stadt geht und man guckt, ob es den Kids irgendwie gut geht. Und dafür habe ich so ein Kärtchen bekommen. Oh. Das sollte ich... Muss ich das kurz mal zeigen? Ich hole das mal kurz her. Genau, hier. Ich schalte mal kurz hier oben auf diesen anderen Bildschirm. Finde ich übelst nice. Das ist quasi eine Übersetzung. Wenn ich jetzt ein Kind sehe, was irgendwie verängstigt aussieht oder was auch immer, und es ist niemand in der Nähe, kann ich quasi sagen, hey, was ist los mit dir? Zeig mir mal. So, und dann kann es, wenn es lesen kann, kann es quasi hier
lesen und ich habe direkt eine Übersetzung. Das ist halt mega nice und ich kann quasi auch kommunizieren und sagen, hier. Und das Kind kann dann lesen, ah, der ruft jetzt die Polizei und dann wird mir geholfen. Fand ich ziemlich nice. Also es wird quasi auch ein bisschen geguckt, dass ich als Ausländer irgendwie aushelfen kann. Und was ich eben auch spannend fand, die Übung an sich in der Schule war, ein Telefongespräch mit der Polizei zu führen. Also wenn irgendwie was vorgefallen ist, du rufst die Polizei an, wie läuft es dann ab? So, und klar, ein paar Studenten so, die mit in dem Raum waren und halt schon monatelang dabei sind, konnten das ganz gut machen. Mir wurde aber auch erklärt, dass ich quasi in meinem ersten Satz kann ich direkt sagen, so, English please. Oder Ego Anasmaska. Also spricht hier irgendwer Englisch. Und dann wird jemand dazugeschalten, der dann quasi dolmetscht, so direkt. Und von da an kannst du halt ganz normal Englisch mit denen reden. Und das finde ich halt auch ziemlich geil, weil es nimmt einem, wenn man das weiß, nimmt es einem nochmal eine Hemmung, irgendwie die Polizei zu rufen. So, wenn irgendwas ist, kann ich das eben auch tun und ich muss nicht irgendwie Angst haben, so, oh mein Gott, die labern mich da nur auf Japanisch zu, das soll mal lieber ein anderer machen. Nee, das kann ich halt auch. Ja, am Ende gab es auch nochmal so ein Feedbackbogen, was ich ganz cool fand, wo ich halt auch gemeint, also wohl auch gefragt wurde, so, ob ich mich in Tokio sicher fühle. In der Tat tue ich das. Also, ich hab das Gefühl, ich könnte, weiß ich nicht, Geld oder meine Kamera auf der Straße rumliegen lassen und wenn ich einen Tag später wiederkomme, liegt immer noch an Ort und Stelle. Aber auf der anderen Seite so habe ich gemeint, okay, ich bin ein Kerl und ich fühle mich sicher und habe quasi nochmal geschrieben, so, hey, ja, diese Waggons in den U-Bahnen zum Beispiel, die nur für Frauen sind, ist eine coole Sache, löst aber nicht das eigentliche Problem. So, nämlich, dass hier Weirdos existieren, die irgendwie der Meinung sind, Fotos von unterm Rock schießen zu können oder Frauen unsittlich anzufassen oder was auch immer. Es ist halt irgendwie so ein kulturelles Ding und das muss eigentlich angegangen werden. Und ich denke, es ist dem bewusst. Ich wollte es halt nur, wenn ich die Möglichkeit habe, Feedback zu geben, dann mache ich das halt. Gerade in meinem Kopf. Mein Kopf war gerade schon wieder so beschäftigt, dass ich nicht weiterreden konnte. Und gerade in der japanischen Schule ist es halt auch so oft, also ich habe das Gefühl, mein Hirn ist einfach extrem langsam. Also ich kann... Warte mal, wir wollen Steinwurf erlernen und brauchen Geduld eigentlich nicht. Ich kann das, was von mir gefordert wird, also Sätze, die wir bilden sollen oder Gespräche, die wir führen sollen, so, das kann ich schon machen, nur das Zusammenbauen eines Satzes oder einer Frage dauert bei mir extrem lange und selbst, also ich kann mir den Satz quasi schon im Kopf zusammenbauen, den im Kopf durchsprechen und es klingt flüssig, aber sobald ich anfange zu reden, ist es einfach super langsam und so Stück für Stück. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Keine Ahnung. Ich verliere immer wieder meinen Faden. Ich hoffe, dass ich da halt irgendwie demnächst schneller werde. Vermutlich eben nur in Übung mit anderen Leuten. Das hatte ich da jetzt mal angesprochen, so dass ich extrem viel lerne. Aber das Gefühl habe, ich kann es nicht rechtzeitig anwenden, bevor die nächste Lektion ist und ich schon wieder was Neues lerne. Okay, Gra, hör auf uns zu folgen. Come on. Gehen wir mal da rein. Ei, Nugget. Ich wollte eigentlich noch auf irgendwas anderes hinaus. But never mind.
Ich wollte irgendwie noch reden über Englisch und deutsche Vlogs. Das beschäftigt mich gerade so hart, dieses Thema. Wie ich die in Zukunft machen möchte. Also die ersten 2, vielleicht 3 habe ich eh schon auf Deutsch aufgenommen. Aber, boah Mann, ich habe so das Gefühl, wenn ich mit der Schule hier fertig bin, nach dem ersten Monat, werde ich so krass, also ich bekomme so viele Einfälle, was man alles machen kann, so mit der Kamera, kreative Sachen, Musikvideos oder was denn hier los? Und habe das Gefühl, das, was ich hier tue, als Steinhof ist wahrscheinlich stärker, als Videograf in Japan. Ah ne, okay, ist nicht effektiv gegen Boden. Achso, stimmt, ich muss aufpassen, Boden ist ja jetzt effektiv gegen mich, oder? Vielleicht mal switchen hier kurz. In Soulseeker. Ja. Ja, und angestoßen wurde das Ganze dadurch, dass ich gerade Freunde international mache, also in Australien, jetzt hier in Japan. Auch im Deutschen habe ich Freunde, die nur Englisch sprechen. Und die würden halt auch gerne wissen, was abgeht und was hier passiert. Das war so mein erster Gedanke. Und dann war aber so, ja okay, aber meine Pokémon-Community ist halt hauptsächlich Deutsch. Wenn ich jetzt aber mehr und mehr auch irgendwie andere Videosachen veröffentlichen will. Also quasi, ja, weiß ich nicht, mal ein Musikvideo mache oder irgendwelche Chill-Musikvideos, die man so nebenbei 2 Stunden lang laufen lassen kann, mit einfach geilen Bildern aus Tokio, was ich auf jeden Fall vorhab, dann wäre es irgendwie cool, auch eine krassere Reichweite zu haben. Und zum anderen eben, dass all meine Freunde verstehen können, was ich hier tue. Das heißt, so langfristig ergibt für mich Englisch mehr Sinn. Aber gleichzeitig habe ich halt auch dieses Projekt jetzt begonnen und die Interviews halt schon auf Deutsch geführt. Darum werde ich das Projekt weiter auf Deutsch führen. Und das ist halt so ein bisschen komisch. Dann habe ich immer deutsche Pokémon-Folgen und englische Streams. Weiß ich, da mache ich mir, zerbreche ich mir übelst den Kopf drüber. Also für, auch wenn ich halt daran denke, ich glaube in der letzten Folge habe ich schon erwähnt, dass, oh, wir sind schwächer, dass ich nicht so richtig sicher bin, warum ich eigentlich in Deutschland lebe. Also, Australien war einfach mega krass. Tokio, na, kann ich mir bisher nicht vorstellen, weil ich noch mich sehr isoliert fühle von der Gesellschaft, weil ich die Sprache eben nicht verstehe. Aber dennoch finde ich Tokio mega inspirierend. So als Videograf finde ich das irgendwie extrem spannend hier. Nachts die ganzen Neonlichter und so finde ich halt auch voll geil. Und wenn ich eben nicht dauerhaft in Deutschland lebe, dann werde ich einfach... Volltreffer. Können wir eigentlich mal angreifen? Wenn ich nicht dauerhaft in Deutschland... Was ist denn los? Habe ich hier irgendwas verpasst? Was zur Hölle? Kopf nur? Ach, Doppelkick können wir noch. Doppelkick. Pikachu hat auch den Doppelkick. Probier's mal noch mit Pikachu. Will vielleicht leveln. Ja, also wenn ich zukünftig international unterwegs bin, dann macht es auch mit Englisch irgendwie mehr Sinn. Oh. Genau. Und eigentlich müsste ich viel eher die Frage beantworten, was will ich denn? Wo will ich denn hin mit diesem YouTube-Kanal und was will ich eigentlich tun? Und wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja festlegen, Englisch ergibt mehr Sinn oder eben Deutsch.
Und das ist eben nicht der Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt... Ich mag's, Nuzlocks aufzunehmen. Ich mag es aber auch zu vloggen. Ich mag es aber auch, sonst irgendwelchen anderen kreativen Shit zu machen. Da habe ich gerade unglaublich viel Bock drauf, hier durch Tokio zu gehen und krasse Aufnahmen zu machen und das irgendwie kreativ zu verwursteln. Können wir das Ding jetzt bitte besiegen? Das ist... Oh Mann, ey. Und da stresse ich mich einfach gerade ganz schön. Ganz schön mit dieser Entscheidung. Ja, und mehrere YouTube-Kanäle geht halt gar nicht. Also das kriege ich überhaupt nicht gestemmt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie mehrere verschiedene Sachen mache, auf mehreren Kanälen, ist eigentlich nicht möglich, zeitlich. Ist einfach nicht drin. Ich muss mich auf einen fokussieren. Ja. Und Freunde, besonders eine aus Australien jetzt, die ich da kennengelernt hatte, sagt mir halt so, ja, hey, du, oh, noch so ein kleinen Stein. Mach halt, worauf du Bock hast. Und das ist halt voll richtig. Und ich mache mir trotzdem so viel im Kopf. Weil ich ein Stück weit auch versuche, das professionell aufzuziehen, also irgendwie wachsen zu lassen. Und dann ist eigentlich auch so ein Switch von Deutsch zu Englisch für den YouTube-Algorithmus nicht so geil. Aber ich glaube, es ist wichtiger, wenn man jetzt YouTube macht, wenn ihr vorhabt, auch irgendwie auf YouTube was zu starten, ist halt wichtiger, dass ihr Spaß daran habt. Weil wenn du sonst sowas für Regeln befolgst die ganze Zeit und machst, was der Algorithmus dir vorschlägt oder ausschließlich das machst, was andere von dir wollen, dann wirst du halt nicht glücklich und dann wirst du sehr schnell wieder aufhören. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Von daher, ja, warte mal, war der erste Hit war ein Volltreffer oder was? Und warum haben wir das jetzt nicht umgebracht? Oder hat es Robustheit? Funktioniert es überhaupt bei Doppelkick, wenn ich zweimal angreife? Was ist los? Jetzt reicht auch ein Ruckzucki. So. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt, Spaß zu haben. Das zu machen, worauf man Bock hat. Mann. Also ja, ich habe jetzt echt viel über dieses Thema geredet, weil es mich auch, halt auch hart beschäftigt und dann ich da nicht so richtig weiß, was ich gerade machen soll. Und die Entscheidung einfach gefällt werden muss. Weil ich bin die ganze Zeit ja hier in Tokio unterwegs und ich würde jetzt halt gerne anfangen, für einen Vlog Sachen aufzunehmen und muss dann wissen, welche Sprache ich rede. Eine Perle. Auch, also mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, es wäre ja auch cool, wenn die in Vlogs vorkommen, also auch so, wenn wir zusammen irgendwo hingehen, in Bars, ins Disneyland, durch Shinjuku, Shibuya, wo auch immer, und ich will von dort aus vloggen und das irgendwie vorstellen, dann sind halt Leute um mich rum, mit denen rede ich Englisch. Und es wird einfach ein viel besserer Vlog, wenn alle eine Sprache sprechen darin und nicht ich mit den anderen Englisch und wenn ich dann mit euch durch die Kamera spreche, auf einmal Deutsch, so, das ergibt halt auch keinen Sinn. Ich muss mich mal mehr aufs Spiel konzentrieren, weil ich renne hier jetzt einfach in Team Rocket rein und habe nicht gecheckt, wie gut wir geheilt sind und so. Traumato schon am Start. Ich habe mit Rocket ein bisschen Schiss so, weil... Scusi. Sumimasen. Weil wir in der speziellen Verteidigung unglaublich mies... 10? Was zur Hölle? Das ist halt gar nichts.
Wo sehe ich denn die Health? wie fit die Pokémon noch sind? Kann ich das hier gar nicht sehen? In der Ansicht. Traumato. Ja, nee, Gift ergibt ja gar keinen Sinn. Habe ich jetzt was überblättert? Nein. Wow, Taubsi hat eine Spätstaff von 18. Ja, dann komm halt mal rein, Luna. Wir dürften ja nichts... Nee, wir, also gegen Psycho haben wir nichts. Wir haben keinen Käfer, wir haben kein Unlicht. Wir haben noch was. Ruckzuck, Windstoß. Beides 40. Oh nee, come on. Mann, ey. Ich nehme das Spiel ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter, glaube ich. Mal gucken, wie schnell wir hier aufwachen. Ich denke mir so, ja, ist Anfang des Games und kann ich halt ein bisschen labern, nebenbei spielen. Aber die Kleinsteins gerade haben uns schon zu schaffen gemacht. Zu schaffen gemacht. Das ist korrektes Deutsch. Und Traumato haben wir jetzt auch nicht unbedingt was gegen zu setzen. Oh yes, oh Mann. Oh, bin ich froh, dass das verfehlt hat, ey. Sonst hätte ich jetzt nämlich auswechseln müssen. Wir gucken müssen, wen ich da reinschicke. Wir kommen jetzt aus dem Kampf raus, weil dann würde ich gerne mal das Team durchheilen. Jo. Warte mal, können wir das nicht andersrum? Ist es nicht leichter, über den Beutel zu gehen, Tränke auszuwählen und die dann zu verteilen? Medizintasche. Ja, genau. Und zwar gehen wir hier... Eine Banana ist super wichtig. Soulseeker. Kann eigentlich dann noch einen zweiten fressen. Sei. Rup. Luna, zack, alle wieder am Start. Super. Genau das, was wir brauchen. Tränke erstmal wieder auffüllen. Alter. Wo ich gerade auch im Vertania-Wald war, um dieses, was auch immer, Geschenk da noch zu finden. Kann ich nicht erfangen. What the hell? Ich muss wieder üben. Da war das so oft, dass einfach im Gras Pokémon, ich laufe einfach und die spawnen einfach direkt vor mir, was mega annoying war. Ah, I see. Der Wurf war gut, aber Zubat wackelt halt auch so links und rechts rum und so. Hey, apropos, ich habe ein bisschen was im Zimmer. Ich war im Kino. Den Filmtitel kenne ich nicht mehr richtig. Oh, das war ein bisschen spät. Suzume... Irgendwas? Also ein Anime. Suzume ist die Hauptprotagonistin. Da kenne ich den Namen noch. Und von da habe ich dieses... Na, so ein Beiheft. Das habe ich mir da jetzt einfach an die Wand geklebt. Und da hinten ist... Shinitsu. Aus Demon Slayer. Kimetsu? Kimetsu no Yaiba? Oder so? Da! Da! Das schwarze Ding dort drüben, das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp! Hol das Fossil! Okay.
Jo. Zubat, die... Uah, lass mich in Ruhe. Die aus dem Boden kommen. Also viel von, also so verbal habe ich in dem Film nicht viel verstanden, aber ein bisschen konnte man halt schon folgen. Aber genau, ich habe halt keine Dialoge verstanden. Am ehesten habe ich verstanden, Susume, Daijoubu desu. Ka, oder Daijoubu. Was heißt, halt heißt, alles gut. weil einfach ständig Leute umhergeflogen sind und irgendwie geschlagen wurden, hingeflogen sind oder was auch immer. Susume, Daijoubu? Daijoubu desu. Ist dann halt die Antwort, ja, mir geht's gut. So, und das habe ich immer gepeilt. Ansonsten halt noch nicht viel. Japaner sprechen auch meistens viel zu schnell. Leider ist auch so, also im Unterricht habe ich auch das Gefühl so, ne, ich brauche mehr Übung. Wenn ein Lehrer eine Frage stellt, die gerade nichts mit der eigentlichen Lektion zu tun hat, also einfach eine Frage stellt von gestern, vorgestern, letzter Woche, also was wir da behandelt haben, peile ich das meistens nicht, verstehe ich nicht, was da gesagt wurde, weil es einfach viel zu schnell ist. Und dann müssen die quasi nochmal super langsam sprechen, damit ich Wort für Wort das Ganze auseinandernehmen kann. Ja. Also ich bin gespannt, wie sich der... Boah! Ein Pixie? Holy shit. Oh, Zubat, come on. Ja, nehmen wir auch mit. Boah! Alter, das war nahezu perfekt. Aber halt nahezu... Bleibst du jetzt in der Mitte, oder? Come on. Sag, also mache ich eigentlich verhältnismäßig langsam Progress, so im Verhältnis zu anderen Nuzlocks auf YouTube? So dieses Pixie hätte ich halt gerne noch. Holy shit. Mann, die Bärme. Okay, Item erhalten will ich nicht. Ich will es erleichtern, es zu fangen. Bisschen leichter fangen. Okay, und Nana? Wird es während... Wird es ruhiger? Okay. Oh mein Gott, wir haben doch auch Superbälle. Nee, so nicht. Wie komme ich denn daran? Hier, zack. Einfach mal für die Experience hier jetzt. Ja, ich habe da noch da geworfen. Wie werfe ich denn schräg? So? Wahrscheinlich. Okay, wir kriegen noch ein paar Versuche. Ah, nee. Ah, ja, doch, doch, doch. Bleib mal so. Come on! Das war einfach ein mega guter Wurf. Springst jetzt wieder in die Mitte? Ja. Achso, ich muss auch erst zielen. Ich lerne, das werde ich nie lernen. Jetzt springst du wieder rüber. Nee. Ach, nach da springst du. Oh, fuck. Und jetzt kommst du wieder in die Mitte gesprungen. Nee, du bleibst da. Dann wieder zielen auswählen. Warum muss man das immer wieder machen? Wer ist der Superball-Wurfkönig? Oh Mann! Pixie, come on! Boah! Alter! That skill, yo! Bam! Tja, können wir leider nicht behalten. Können wir gleich wieder abgeben. 202 Erfahrungspunkte. Holy shit! Okay, okay, okay. Das war gerade ein bisschen heftig. Ich will nicht zu sehr overleveln. Wer will hier Sandwirbel?
Mach mal nicht. Nee, nee, nein, 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 nein. Okay, ich kann mit B mich abwählen. Sei. Luna. Neuer Eintrag. Ja, 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 ja. Halt, stopp! Finger weg! Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Du, 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 du. Okay. Dann klatschen wir den doch noch beiseite. Tüftler. So. Ja, komm du mal mit deinem Elektro-Pokémon. Sag mal, sind wir Steinboden oder ist Kleinstein? Ja, so Steinboden. Na dann viel Spaß mit deinem Voltoball. Lichtschild ist mir komplett egal. Halbiert die Stärke von speziellen Attacken. Und wir greifen nur physisch an. Verfehlen aber, dummerweise. Oh Mann, ey. Können wir nicht mal mehr als Hälfte Schaden machen? So ein Kampf zieht sich dann immer ewig. Er macht quasi keinen Schaden. Ja, auch nicht so richtig. Ein zweites Pokémon hat er noch. Magnetilo. Kann man da bitte mehr Schaden drauf machen? Achso, ist ein Stahl-Pokémon. Oh Gott. Welche Optionen haben wir gegen Stahl? Wir haben Dingens. Doppelkick. Ich war diese Woche auch leicht erkältet, also schon wieder. Also das war ich auch erst im Oktober oder so. Hab die ganze Zeit so ein Husten im Hals sitzen, den ich mir gerade zurückhalte, weil es so unhöflich ist, in einem Video rumzuhusten. Wahrscheinlich bricht er irgendwann einfach völlig unkontrolliert raus. So, goodbye, okay, keine Chance, den zurückzuhalten. Er ist viel größer, aber das hat gerade schon ein bisschen geholfen. So, Tarnsteine. Nehmen wir erstmal, wird nicht so sinnvoll sein in den meisten Fällen. Bisher. Weil Trainer nicht ausreichend Pokémon haben, dass sich das lohnt. So. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Leute, ich darf das Fossil nicht wählen. Das Fossil wird gewählt von irgendeiner Person auf der Straße oder auf der Max Anime Convention und zwar in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, kommentiert fleißig, so wie es immer tut. Ich freue mich immer wieder, wie ausschweifend manche von euch auch kommentieren. Pokémon Göttin ist gerade ziemlich neu bei uns in der Community und ist da direkt voll ausschweifend geworden. Mega feierlich. Grüße an dich, Grüße an den Rest. Und wer das erste Mal dabei ist, haut auf den Abonnieren-Button und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.